Schön, dass Sie da sind bei Kurskorrektur und Spiritualität im Business. Ganz wollen wir sein, ganzheitliches soll es sein, nachhaltig soll es sein, beziehungsstark im Großen und Ganzen und überhaupt wollen wir zusammenhalten. Wir wollen ein Wir und nicht ein Ich. Mein lieber Herr Gesangsverein, was sind das denn also für Aufgaben, Melanie? Brecht zusammen. Mal langsam wird es auch echt herausfordern, oder? Trotz der ganzen Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und so weiter. Man weiß manchmal gar nicht mehr, wo man anfangen und aufhören soll, oder? Nein, und die Aufgaben, es wird ja nicht nur komplexer, es wird ja einfach immer aufgabenlastiger. Mhm. So, und wenn ich mir jetzt mal einfach den alten Pavlov vornehme, ne? Den Pavlov, ne? Da gibt es so eine Pyramide, eine Bedürfnispyramide. Das Gute ist ja, dass wir in heutigen Zeiten uns eigentlich, sage ich mal eigentlich, uns um unser wirkliches geistiges Gut, um unsere Spiritualität kümmern könnten. Denn grundsätzlich wäre ja gesichert, dass wir was zu essen haben, dass wir ein Bettchen haben, dass Beziehungen vorhanden sind, ja? Dass unsere grundsätzlichen Bedürfnisse ja schon mal geklärt sind. So könnte man das sehen, ja. Also die grundsätzlichen Bedürfnisse, um überhaupt Essen und Trinken auf dem Tisch zu haben, also um leben zu können, ist ja mit zwei Hände einigermaßen gesunder Hände Arbeit auch umzusetzen, egal was wir dann tun. Und trotzdem, ne? Finde ich, sind wir sehr zurückgefallen. Durch diese Krise hat es uns richtig an die Stufe 0, sage ich mal ganz nach unten, zurückgeführt. Ist es noch gesichert? Und davor, fand ich auch, haben wir nicht so dieses sichere System Familie, Beziehung gehabt, denn wie viel Single gibt es denn auf dieser Welt? Das stimmt auch wieder. Also dieses Beziehungsding, das haben wir auch wieder schon ein Stück weit verlernt. Oder aber es ist auch so normal geworden teilweise, dass jeder so mit jedem oder es ist auch nicht so alle schlimm. Alle mit allen. Alle mit allen, ja. Oder dass Beziehungen eben auch nicht unbedingt langjährig mehr sein müssen, sondern dass man es auch offen gestalten kann. Natürlich jeder, wie er mag, ganz klar. Ja, doch dieses Empfinden von festen Beziehungen, beziehungsweise wozu eigentlich gute Beziehungen wirklich da sein können, um sich halt gegenseitig zu tragen, zu stärken und so weiter. Das ist so, finde ich, so ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Und ich finde einfach auch, dass wir, wenn wir die Bedürfnispyramide betrachten und sagen, okay, das ist gesichert, das ist, ne, gehen wir diese Farben mal durch, einfach mal ganz klassisch, dann würden wir sagen, eigentlich sind wir ganz oben und können uns jetzt nur noch um schöne Dinge kümmern. Ja? Und trotzdem ist uns ganz viel weggefallen. Das Individuum ist mehr wert, hat an Wert gewonnen, weil es sich alleine versorgen kann. Jede Frau kann halt ohne verheiratet zu sein für ihr leibliches Wohl sorgen. Auch sie ist gesichert und trotzdem ist ganz viel weggebrochen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube auch, dass wir es gar nicht gewohnt gewesen sind, uns überhaupt Sorgen zu machen über solche Dinge. Denn wir sind ja auch über viele Jahre so schon mehr verwöhnt gewesen, dass wir in diese Situation so reingeboren werden, ne? Dass wir abgesichert sind und irgendwas wird sich schon auftun. Natürlich, wie du sagst, wir haben alle was zu essen, wir haben alle ein Dach über dem Kopf oder die meisten zumindest von uns. Wir haben auch die Möglichkeit, etwas zu arbeiten und wenn wir das nicht tun, dann sind wir auch vom Staat abgefangen. Also es gibt nicht so viele Sorgen, die wir uns wirklich machen müssen und auf einmal war dann doch diese Sorge da, nämlich von außen, wie du sagst, durch diese Pandemiesituation, dass wir auf einmal uns mit Dingen beschäftigen mussten, über die sich die meisten unserer Generation noch nie überhaupt Gedanken machen mussten. Ja, also einfach zurückgeworfen, aber auch auf sowas Wesentliches. Was ist Menschsein eigentlich? Ein Menschsein lebt von Beziehungen. Wir sind kein Individualwesen, wir sind ein Gruppenwesen, ein Wesen, was sich gerne austauscht, was gerne dazugehört und was sich unterstützt. Und wir haben festgestellt, wie viel auseinandergebrochen ist. Und wenn wir in die Arbeitswelt gehen, denke ich halt, waren wir sehr leistungsorientiert. Also ich sage sicherlich in den klassischen alten Strukturen, im Beamtentum, sage ich mal, gab es bestimmt so ein Ordnungssystem, so dong, 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 Akte, Ordner, die Norm. Und dann gibt es aber dieses freie Wirtschaft, da ging es dann nur noch um Zahlen, Daten, Fakten und Leistung. Auch nicht beides gesund irgendwie. Nee, das stimmt. Auch da nicht unbedingt gesund. Oder auch, dass wir immer individueller werden und dass letzten Endes auch jeder seine Individualität irgendwie leben möchte. Und da ist ja auch so ein Stück weit von Gemeinschaft wieder verloren gegangen. Ja, und jeder kocht sozusagen seine eigene Suppe, seinen eigenen Brei. Und dann kommt ja auch dieses Konkurrenzdenken wieder auf oder was ja auch lange Jahre so gewesen ist. Der eine spuckt dem anderen in die Suppe beziehungsweise gönnt dem anderen etwas nicht. Und das ist so schade. Ja, wenn wir gesunde, gute Beziehungen führen, dann kommt dieses
Konkurrenzempfinden ja gar nicht erst auf, sondern da können wir schauen, was verbindet uns, da sind wir wieder beim Verbinden, was verbindet uns eigentlich und was können wir gemeinsam, jeder auf seine Weise, für die Gemeinschaft, einmal für uns selbst und für die Gemeinschaft im engeren Kreis, aber auch im größeren, dann bewirken. Und das verändert sich gerade. Also ich kenne das noch, meine Oma, die hatten so eine Straße, ne? Da haben die wirklich Nachbarschaftshilfe. Der eine war da handwerklich begabt, dann hat der geholfen, dann haben die sich Samstag getroffen, haben miteinander gezimmert. Ich merke, dass das wieder langsam auftaucht. Jetzt ist ja die Frage, entwickeln wir uns zurück oder ist das sogar jetzt ein Schritt nach vorne? Weil er anders ist, weil er nicht auf diesen ursächlichen Ängsten noch beruht, zwar langsam die auch wieder auftauchen, das merkt man ja auch in unserer Gesellschaft, dass da Nöte kommen, was passiert mit dieser Wirtschaft gerade, aber vielleicht ist es auch ein Schritt weiter nach vorne, aber anders Beziehungen. Das glaube ich auch. Es ist, glaube ich, schon ein Schritt weit nach vorn anders, ja, weil wir ja auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt haben, welcher Art sie auch immer gewesen sein mögen, und diese Erfahrung auch in das neue Modell wieder mit eintragen können. Und auch durch die Globalisierung. Wir haben ja viel, viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel durch die, auch durch den Facettenreichtum, den wir lernen dürfen. Also schauen wir mal 100 Jahre zurück, da war eine Reise von uns bis nach Amerika, da warst du ein paar Wochen unterwegs. Heute hast du aber vielleicht auch mehr gesehen unterwegs. Hast du vielleicht auch mehr gesehen. Ich glaube, du hast mehr gesehen. Genau. Aber überhaupt Reisen war ja noch nicht so möglich. Das heißt, andere Kulturen kennenlernen, mit anderen Kulturen sich überhaupt beschäftigen. Was können die alle? Was bringen die für Fähigkeiten mit? Das ist ja lange nicht gewesen. Und diese Chance haben wir ja jetzt, das auch wieder mit in dieses Ganze, in diese Waagschale der Erkenntnisse und des Wachstums, des inneren Wachstums auch einzuwerfen. Und darum glaube ich, dass sich es auch weiterentwickelt. Mhm. Auch wenn wir einerseits ein Stück zurückgehen in die Beziehungsebene. Ja, ist halt eine Frage, ob es zurück ist oder ob es ein anderes Vor ist. Ein anderes, ne? Vor. Ja, anderes, so glaube ich schon. Ja. Und zum anderen ist es ja diese Globalisierung, ist ja gleichzeitig diese Gefahr, wo sind wir eigentlich in unserer eigenen Produktivität? Also was gebe ich ab an andere? Also da bin ich ganz gespannt auf dein Interview, was du jetzt führen wirst mit der Ute Jungnick, um dieses Integralis-Coach. Es geht um dieses, wie kann ich wirklich ganz sein in der heutigen Zeit? Ein wunderbares Thema, sich nämlich in sich selbst erstmal zu verbinden, um dann mit der Welt in Verbindung zu sein. Das Individuum, der wichtige Teil im Rädchen des Getriebes. Was ist so dein Aspekt, wenn du jetzt mal einfach nur, wenn wir nur auf die Bedürfnispyramide kommen, wo glaubst du wirklich, wo wir jetzt gerade in dieser Krise stehen? Weiter oben schaffen wir es oder sind wir zurückgefallen? Nur mal so als Grundsatz jetzt, bevor du startest. Ich glaube schon, wir sind ein Stück weit nach vorne gekommen. Auch wenn es nach außen hin scheint, erstmal ein Stück zurückgegangen zu sein, aber ich glaube, wir sind ein Stück nach vorne. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich auch entwickelt. Ich meine, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, aber wie es so weitergeht, wie es uns gelingt, das alles noch ein Stück mehr zu verbinden. Oder was wir auch brauchen, damit es gelingen kann, dass wir wirklich diesen Schritt nach vorne tun. Ich freue mich auf dein Interview mit Ute Jungnick. Ja, Ute Jungnick ist jetzt hier an meiner Seite und ich freue mich unglaublich, mit ihr über diese Integralis-Methode auch sprechen zu können, weil ich glaube, das ist eine Methodik, die uns noch viel weniger geläufig ist als das Thema der Spiritualität im Business an sich. Wir haben jetzt die 6. Sendung, wenn es um das Thema Spiritualität im Business geht. Und wir wollen ja auch aufzeigen, dass das durchaus auch eine Normalität haben kann, dass es durchaus auch Grundlagen haben kann, die wir ein Stück weit messbar machen können, nachweisen können und so weiter. Und darum freue ich mich ganz besonders auf die liebe Ute. Und Ute, vielleicht ist es für den Anfang auch schön, mal auch hier die Menschen ein Stück weit mitzunehmen und zu sagen, okay, was kann denn eigentlich eine integrale Sichtweise von gewissen Dingen überhaupt auslösen in unserem Denken, Fühlen, Handeln und letzten Endes Arbeiten? Ja, das ist die spannende Frage. Wie können wir unsere Perspektive so erweitern,
dass wir uns wirklich weiterentwickeln, dass wir nicht mehr in Konkurrenz sind mit dem, was war oder wie andere die Welt sehen, dass eine Entwicklungsstufe, die wir gerade überwunden haben, von uns einfach nicht integriert wird, sondern abgelehnt wird. Wir brauchen eine Ganzheit, das habt ihr ja schon am Anfang erwähnt. Und der Blick des Integralen ist wirklich, jede Entwicklungsstufe zu durchschreiten, aber auch noch weiter benutzen zu können. Also zum Beispiel, wenn ich eine Stufe auch im Business oder so von Macht, ja, das haben heute noch Mafia-Gangs oder so, wo ein Boss ist und der sagt, meistens auch der, das brauchen wir gar nicht gendern, der sagt, was zu tun ist und die anderen unterwerfen sich. So, das hat mal gut funktioniert. Aber es war nicht ganz. Es hat, wenn der Boss tot war, hat gar nichts mehr funktioniert. Also man brauchte was, wo auch jeder wieder ersetzbar ist. Und so kam die Entwicklung, wo die Organisation so hingeht. Und wir verdammen heute dieses Boss-Sein und unterdrücken und so. Und ein kleines bisschen hat es dennoch eine Qualität von Macht und die Kompetenz, wenn sie integriert ist, die Kompetenz zu haben, ich sage jetzt mal, wo es lang geht. Nicht für alle und immer, sondern jetzt in dieser Etappe bin ich vielleicht dazu berufen, von dieser Gruppe jetzt mal die Führung zu übernehmen und dann übernehme ich die. Also es ist eine Qualität, die wir mal abgelegt haben im Negativen, aber im Positiven dennoch als Kompetenz benutzen sollten. Also das mal so grob gesagt. Wir durchschreiten Phasen und dürfen die Kompetenz davon trotzdem weiter zur Verfügung haben. So wie man auch Wie darf ich mir das vorstellen? Du sprichst jetzt von Phasen. Wir haben es jetzt in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, wir gehen durch Phasen durch und wenn wir ein bisschen Glück haben, haben wir aus der alten Phase etwas gelernt, was wir in die neue hineintragen können. Für unsere Zuschauer kann es jetzt auch hilfreich sein, wenn wir mal diese Phasen so ansatzweise ganz kurz durchgehen. Von welchen Phasen sprechen wir da? Also, ich spreche jetzt über Integralis, also aus der Methode integral zu schauen. Ken Wilber hat da viele Arten, wie man Stufen betrachten kann, zusammengesucht. Maslow, den hattet ihr erwähnt, der gehörte auch dazu. Oder Jean Gebser, der hat ein Modell entwickelt, was man jetzt auch als die Spiral Dynamics kennt. Und die haben etwas gemeinsam, alle diese Stufen und Phasen, die auch in der Entwicklungspsychologie beobachtet wurden. Und das erste ist sowas Impulsives. Also die Phasen durchleben wir alle als Kinder und die Menschheit hat die durchlebt. Also dieses Impulsive ist so, ein Kind hat irgendwie irgendwas, weiß noch nicht mal, dass es Hunger hat und schreit und kann damit irgendwas bezwecken. Wenn du das mit 12 immer noch machst, dann kriegst du eher irgendwie eine Erziehungsmaßnahme, als dass dir jemand was zu trinken bringt. Impulsiv funktioniert nicht mehr, das heißt, man entwickelt sich weiter und es kommt so was, was man nennen könnte Macht. Also hatte ich ja eben schon gesagt, das ist so was Konformistisches. Das ist so ein Übergang. Also die Macht hast du vorher auch, aber wenn du das geordnet hast, dann geht es über in eine Ordnung. Da hängen heute zum Beispiel noch große Institutionen, die Kirche, die Armee, Schulen, der Fortschritt war, alle sind ersetzbar. Wir machen etwas, wir schaffen etwas, eine Ordnung, die eine gewisse Logik hat. Und die läuft durch. Das gibt eine Sicherheit. Ihr hattet ja auch von Maslow gesprochen. In der Pyramide gibt es nach den Grundbedürfnissen, ich bin satt, ich möchte sicher sein. Und in unserer Gesellschaft gibt es dieses große Bedürfnis, sicher zu sein, wirklich immer noch sehr. Und wenn das erschüttert wird, dann braucht man eine gewisse Krisenkompetenz. Können wir gerne gleich noch sprechen. Die nächste Phase wäre also nach dieser Ordnungsphase die Leistung. Und da erkennt ihr die meisten Firmen wieder. Es geht darum, Profite zu maximieren, auch im Positiven wirklich die Grenzen zu sprengen, zu forschen, zu entwickeln, zu verstehen. Die ganze Wissenschaft will sich expandieren und das hat sehr viel Positives. Es hat aber die Schattenseite, dass manchmal eben nur geguckt wird, es geht schneller und höher und weiter, aber auf Kosten von wem? Auf Kosten im Business gesehen, der Mitarbeiter, der Ressourcen, der Umwelt. Also die Leistung, da stecken wir jetzt, würde ich sagen. Also die meisten Menschen, es gibt auch prozentuale Errechnungen, wie viel da weltweit ist und der größte Teil ist in dieser Leistungsphase. Es gibt aber auch schon etwa 30%, sagt man, in der nächsten Qualität, die man die Beziehungsqualität nennt, die also quasi die Postmoderne wäre, wo dann geguckt wird,
Ja, wir wollen irgendwie Sachen verstehen, wir wollen uns auch weiterentwickeln, aber nicht mehr auf Kosten der Menschen und der Umwelt. Das ist etwas, wo wir partnerschaftlicher denken, wo wir so eine Beziehungsqualität wieder pflegen. Also gerade dieses Beziehungsthema hatten wir jetzt auch schon in den ersten Gesprächen und auch in dem Vorgespräch schon. Wir wollen ja eigentlich alle Beziehungen haben. Wir sind Beziehungswesen als Menschen per se. Und der eine lebt es mehr als der andere und der eine tut sich vielleicht auch leichter damit als der andere. Und wenn wir das jetzt auch in unseren Business-Kontext mit hinübernehmen, dann bricht ja auch ganz viel von dem weg. Ich hatte es auch schon eingangs gesagt, was so dieses Konkurrenzdenken auch beinhaltet. Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so einen Ausblick machen in diese Beziehungsebene und sagen, okay, wenn ich jetzt auf Beziehungsebene bin, und dann ärgere ich mich vielleicht gar nicht mehr so sehr über denjenigen, der jetzt vielleicht mir Konkurrenz machen könnte. Was ist denn so die Perspektive, die diese Möglichkeit dann auch bietet? Naja, also die Beziehungsebene, also wenn wir, also nochmal langsam, diese soziale Ebene, dass wir Menschen brauchen, die ist immer noch, wenn du die Maslow-Pyramide nimmst, in Defizitphasen, also weil ich aus Defizit, aus Angst vorm Alleinsein, aus der Angst, nicht mehr dazuzugehören, wenn ich deshalb Menschen brauche und um mich versammle und irgendwie auch subtil an mich binde, dann ist das noch nicht in der sogenannten Wachstumszone. Also ich wachse, wenn ich auch aushalten kann, dass ich nicht gemocht werde, dass ich aushalten kann, dass ich in gewissen Gruppen nicht dazugehöre. Wenn ich jetzt die Beziehungsqualität aufs Business übertrage, dann können wir schauen, wo findet überall Beziehung statt in so einem Business. Das eine ist ja die Entscheidungen, die getroffen werden. Wie werden die getroffen? Ja, wird die einfach von oben nach unten getroffen und die anderen müssen gehorchen? Das ist ja auch eine Art von Beziehung, aber eben in den Stufen weiter unten, in der konformistischen Zone, also gehorchen kann irgendwie jeder. Reifer ist es, wenn wir demokratisch arbeiten oder sogar mit Konsens. Das heißt, man müsste die Mitarbeiterinnen schulen, ihre Meinung zu sagen. Man müsste die Vorgesetzten, Führungskräfte bis ins oberste Management schulen, wirklich die Mitarbeitenden auf allen Ebenen zu stärken, zu begleiten und so zu motivieren, genau das beizutragen, was sie wirklich wollen. Und das ist eine ganz andere Art von Beziehung. Da muss man lauschen können. Also das ist eine Qualität, eine integrale Qualität, könnte man sagen, also eine evolutionäre Qualität, die wir versuchen, Führungskräften beizubringen oder sie darin zu begleiten, ein Begleiter zu sein, zu schauen, zu lauschen, zu spüren. Man kann es gar nicht mehr genau nennen, was es eigentlich ist, herauszufinden, wo ist die größte Kraft bei dieser Mitarbeiterin? Wo hat die ihre Stärken? Wo kann ich die motivieren? Und wenn die motiviert ist, dann wird die wirklich unglaublich viel konstruktiv beitragen zur Firma. Also von daher verändert sich dann auch die Leistung dieser Abteilung dadurch, dass die Beziehung sich verändert hat. So kann man sagen, dass die Beziehung auf jeden Fall einen Einfluss hat, auch in alles, was in dieser Firma noch passiert. Also wir werden Entscheidungen getroffen, wie wird auch Arbeit organisiert, wie wird Arbeit umorganisiert, wie können Mitarbeiterinnen in einer Abteilung untereinander schauen, wie können wir jeder in ihrer Stärke so arbeiten, dass wir uns nicht von oben sagen lassen müssen, wie es zu tun ist, weil wir es eigentlich oft am besten wissen. Also oft sind die Fachkräfte da überhaupt noch unterfordert, sich mit einzubringen in die Arbeitsorganisation. Und das nächste ist, die Menschen zu entwickeln. Also integrale Entwicklungsarbeit bedeutet wirklich unglaublich intensive innere Entwicklung an der inneren Haltung, wo wir in das Thema Ganzheit kommen. Da sind wir in dem Thema Ganzheit. Also das war jetzt ein großer Ausflug über die verschiedenen Beziehungsebenen oder Beziehungsarten, die wir über die verschiedenen Jahre, Jahrzehnte gelernt haben zu leben und auch ein Ausflug dahin, wo es hingehen kann, damit es sich auch weiterentwickelt in Richtung Wachstum. Und was letzten Endes dann sich auch in Unternehmen dadurch verändern kann, dadurch, dass wir uns auch selbst verändern. Was glaubst du denn, was möglich wäre rein auf geschäftlicher Ebene,
also sprich, was in Unternehmen für das Wachstum, auch vielleicht für den Erfolg eines Unternehmens möglich sein kann, wenn sie sich immer mehr diesen Phasen der Entwicklung der Beziehungsebene auch angleichen könnten. Also integral draufgeschaut, stimmt es auch nicht, eben nur zu gucken, wie kann sich jetzt nur die Firma entwickeln? Weil das ist das, was wir hatten. Die Firmen sind unendlich groß, also Entwicklung mal jetzt monetär gesehen, sind unglaublich groß, reich, aber nicht entwickelt, also aus meiner integralen Sicht nicht, sondern es braucht unbedingt, wenn unsere Welt sich noch ein bisschen weiter drehen will, dass der Blick vom Egozentrischen zum Ethnozentrischen, also es ist schon ethnozentrisch, sie gucken nicht nur, wie geht's mir, sondern wie geht's noch meinen Aktionärinnen oder so, aber dass es weltzentrischer wird, wie geht's auch den Kundinnen, wie geht's den Verbraucherinnen, wie geht's der Erde, mit was für Ressourcen arbeiten wir. Also dieser Blick muss unbedingt breiter werden und damit werden Firmen, ich meine, ich denke auch glücklicher. Also die haben ja irgendwie auch eine Seele. Und viele haben vergessen, sich zu fragen, was ist eigentlich der Sinn meiner Firma? Was ist der Sinn von dem, was wir hier herstellen? Was ist der Sinn, was ich hier den ganzen Tag produziere und in die Welt hineingebe? Und wenn dieser Blick sich ganzheitlich verändert, wirklich ganzheitlich, ich habe im Blick, wie es allen geht, dann wird das erfolgreicher werden. Das zeigen einfach schon Firmen, die das umgesetzt haben. Das ist erstmal gibt es da so eine bestimmte Kompetenz, die Veränderungskompetenz. Ja, wenn ich diese Veränderungskompetenz mich nicht traue, sondern ich hänge im Sicherheitsdenken, dann wird die Veränderung stagnieren, da passiert nicht viel. Also wir müssen raus aus diesem kausal-linearen Denken, was so eins und eins und eins ist. Entscheidungen integral werden anders getroffen. Es ist wirklich wie ein Lauschen. Das soll jetzt nicht so esoterisch klingen, ist es gar nicht. Das ist, kann man gut erproben, auch mit großen Firmen. Ein Lauschen in das, was will denn jetzt mal auftauchen aus einem Feld, was nicht linear gedacht ist. Das klingt ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, aber es gibt Verfahren dazu, diese Wir-Prozesse oder Dialogverfahren, wo einfach alle Verantwortlichen zusammensitzen und sprechen wie aus dem Unterbewussten, aus dem Intuitiven, tragen das zusammen, treffen keine Entscheidung, lassen das mal sacken und dann entstehen unglaublich innovative Prozesse. Dieses Ganze zusammenzuführen, finde ich schon unglaublich ganzheitlich. Erstmal schon vom Zuhören, dass wir Dinge verbinden, die wir im ersten Moment gar nicht entdecken können. Also diese ganzheitliche Sicht vom Menschen über die Beziehungsebene der Menschen, auch über die Beziehungen zum Kunden in der Organisation eines Unternehmens und dann auch noch darüber hinaus, also sprich über den Kunden bis hin zu den Ressourcen unserer Erde. Das ist ja wirklich ganzheitlich gedacht. Par excellence. So wünschen wir uns das alle. Da sollte der Weg hingehen. Im Moment haben wir eine Zwischenstufe, die wir gerne erreichen möchten. Und warum soll es dann nicht auch spirituell sein? Wir sprechen ja hier über Spiritualität im Business. Und sicherlich hat das Wort Esoterik immer noch so ein bisschen so ein Geschmäckle nebenbei. Doch wenn wir aus der heutigen Sicht sehen, dann ist alles eine Form der Energie, der ganzheitlichen Betrachtungsweise, der verbindenden Betrachtungsweise. Und deswegen integral, ja bitte, gerne. Und für die nächsten Schritte natürlich auch einmal über den Tellerrand blicken, was das denn noch alles machen kann. Vielen Dank, Ute Jungnick, für diese tolle Reise in die integrale Welt. Und Mensch, Martina, das ist ein Zukunftsflug, was wir da gemacht haben. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das war mal ein Ausflug, oder? Ja, und was ich schön fand, dieses Wort, wenn sie mal gesagt hat, lauschen und veränderungsoffen sein. Also wenn ich natürlich an Alten festhalte, ne, und mich festklammere, wird es nicht gehen. Aber diese Offenheit zu lauschen, nachzuspüren, was da kommen will. Und was ich noch spannend fand, war diese Kombination, dass nichts vergehen muss, sondern sich wandeln darf. Also mal
habe ich jetzt mal den Hut auf und sage, hier geht's lang. Und dann kann ich den Hut auch jemand anderen abgeben. Aber es ist ja nicht schlecht, wenn einer mal vorne vorgeht und sagt, hier sollten wir langlaufen, anstatt dass alle sagen, ja, wo laufen wir denn hin? Ja, das ist ja auch, da gibt es ja auch diese Zwischenphase, ja? Ne, wo jeder alles darf. Ne? Mhm. Wir haben uns alle lieb und wir sagen uns nicht unsere Meinung, weil es könnte ja jemand verletzt sein. Das ist ja auch nicht unbedingt dauerhaft förderlich. Ja? Oder dass wir alle auf uns selbst auch achten. Natürlich sollten wir auf uns selbst achten, aber doch bitte auch das Kollektiv dabei nicht vergessen. Und das sind ja alles so Dinge, die da so mit ineinander fließen, die dazu führen, dass wir, ja, dass wir die Räume ja noch weiter aufmachen, als wir es überhaupt schon mit den 6 Sendungen jetzt getan haben und auch ein Stück weit in die Zukunft blicken und ich glaube auch optimistisch in die Zukunft blicken können, was denn eigentlich möglich ist, wenn wir aus dem, was wir schon gelernt haben, uns, wie das immer so schön heißt, das Beste rausnehmen und einfach ein Stück weiterentwickeln. Ja, auch mittragen und nicht sagen, das Alte ist alt und das machen wir nicht mehr, sondern zu sagen, was hat da gewirkt? Und ich liebe diese Wortwahl, wenn ich so sage, was ist der, in welchem Kontext und welcher Intensität findet das dann noch statt? Und dann kann ich es schön adaptieren, genau wie mit allen Emotionen. Keine Emotion ist schlecht, sondern der Kontext und die Intensität bestimmen, wohin die Reise geht. Also wie wäre es halt, wenn wir Verhaltensweisen mal so betrachten, zu sagen, wann wäre die gut, in welcher Verbindung, wie intensiv, wie lange, ja? Und dann weitergehen zu können, um Neues wirklich zu eröffnen. Mhm. Und ganz mal nochmal, was ich spannend fand in deinem Interview jetzt ist, ganz nochmal anders zu betrachten, sich als wesentlicher Teil eines großen Ganzen zu sehen. Auch ein Spruch, der alt und abgedroschen sein mag, aber der so viel Gehalt nochmal jetzt gewonnen hat durch dieses Interview. Das finde ich auch, absolut. Denn das Ganzheitliche, wie du sagst, das ist so abgedroschen. Ne? Der Begriff Ganzheitlichkeit in aller Munde kann ja auch manchmal schon für manch einen Zuhörer so leicht so nervig und so, oh, schon wieder ganzheitlich. Oh ja, ne, ist aber mal gut, wir müssen doch alle nicht ganzheitlich sein. Ne? Aber grundsätzlich, das auch nicht nur auf uns als Person zu beziehen oder auf Gruppe zu beziehen, sondern wirklich aus der Sicht des, ja, des Globalen, des der Erde, auch mit den Ressourcen zu betrachten, was machen wir denn eigentlich, wenn wir an gewissen Stellen, zum Beispiel auch Umwelt und so weiter, so weitermachen, wie es bis jetzt war, und Raubbau an unserer Umwelt betreiben, wie wirkt sich das dann letzten Endes wieder aus? Also sprich auch wieder zurück aus auf uns. Und dieses Mal als wirkliches Ganzheitliches zu betrachten, da sind wir noch, wie man so schon sagt, in den Kinderschuhen, glaube ich. Da glaube ich auch. Also ich sag mal, es gibt ja diesen netten Spruch auch, wenn du als erwachsener Mensch sagen musst, ich entschuldige mich, dann ist es bedauerlich, dass du vorher nicht bedenken konntest, welche Folgen es hat. Also eigentlich sind wir alt genug, mit Geist und Gefühl und Verstand, also mit allen Sinnen, die wir haben, wahrzunehmen, was das für eine Folge hat. Wenn ich dafür Entschuldigung sagen muss, habe ich ja irgendwas scheinbar nicht beachtet. Das kann so sein, ja. Natürlich, obwohl es auch in Ordnung ist. Kann, wir machen alle Fehler. Wir machen alle Fehler, aber diese Möglichkeit zu sagen, vorausschauender zu sein und vorausschauender das Ganze im Blick zu haben und auch zu wissen, wo ich als Individuum so ein wichtiger Teil im Ganzen war. Und ich denke, es wäre schön, wenn unsere Zuschauer das Lauschen vielleicht ein bisschen mitnehmen, ein bisschen schauen, was das, was sie tun, für alle bedeutet. Also wie ökologisch ist das und förderlich für das Ganze. Und ich denke, es war eine wunderbare Reise durch das Mindset, durch Glaubenssätze, durch Seminare, die noch anders gelabelt sind und vielleicht schon mutiger sein, auch sie neu zu benennen. Es war eine Reise durch, wie könnte ich meditieren, und dafür muss ich nicht unbedingt im Schneidersitz sitzen, das haben wir auch herausgefunden. Es gibt viele Momente, wo wir das tun. Du hast einen Bogen gespannt mit deinen Gästen zu dem Weg, wie wir Wohn- und Arbeitsräume schaffen, besser in Beziehung und energetisch bereichert sein können, wie Organisationen sich neu finden können, neu entdecken können über Organisationsaufstellungen. Und jetzt hast du wirklich mit Ute Jungnick so den Bogen gespannt zum Ganzsein, auf einen neuen Weg in die Zukunft und mutig sein. Das ist, glaube ich, ganz definitiv, Melanie, Veränderungen als Chance zu sehen oder als neugierigen Faktor. Als neugierigen Faktor. Also das finde ich den wichtigsten Satz überhaupt, Veränderungen als Chance zu sehen. Nicht immer nur als schon wieder was Neues. Ja, und auch nicht immer geschubst werden müssen. Nicht immer geschubst werden müssen, sondern das wirklich als Chance zu sehen, selbst
aus sich selbst heraus zu wachsen und dann ja auch letzten Endes für die Außenwelt etwas verändern zu können. Also die kleine Kurskorrektur. Kleine Kurskorrektur genau. Kann Großes bewirken. Kann Großes bewirken. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vielleicht bis bald. Kurskorrektur, Spiritualität im Business.